Hallihallo. Ah, da bin ich. Erschöpft und verwundet war Ciri. Ja, ja, Ciri, da, ja, 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 der Baron ist tot, bla bla bla. 14.38 Uhr am 14.07. Dienstag. Morgen muss ich erst um 10 zur Arbeit, denn um 14, 15 Uhr ist irgendwie so eine Weiterfortbildung. Da kommt ein Typ vorbei, der uns da ein bisschen was erzählen will von einem neuen Produkt, was er uns vorstellen will, was uns die Arbeit verbessert, erleichtert und was weiß ich. Und dann muss ich später anfangen, weil meine vorgesetzte Chefin, die da drin möchte, dass ich dabei bin und ich normalerweise ja schon um 23:30 Feierabend habe. Und ja, deswegen fange ich später an. Da habe ich dann auch gleich gefragt, ob ich Sonntag dann auch Spätdienst machen kann statt Frühdienst, weil ich würde am Sonntag gerne am Flohmarkt. Schön. Schön verkaufen. So, wir machen, oder nachdem wir jetzt ja wissen, nachdem wir uns jetzt ja der Baron quasi das gesagt hat, was wir eh schon wussten, nämlich, dass Ciri nach Novigrad gegangen ist, das wussten wir ja schon, aber auch nur aus einem anderen Storystrang, den wir ja schon gemacht haben. Und ja, wir haben aber auch die Frau von dem Typen gefunden. Ah, seine Tochter kam auch zurück, wollte aber nichts von ihm wissen und die Frau ist tot und jetzt hat er sich erhängt. Ach, das war hier auf dieser Insel irgendwo, ne? Ja, genau. So, sie möchte sich nochmal mit uns treffen, die Gutste. Auf Hinters Fjall erfuhren Geralt und Yennefer, dass Ciri tatsächlich auf die Insel zurückgekehrt war. Sie war wieder mit ihrem maskierten Magierfreund zusammen gewesen. Gemeinsam hatten sie ein Boot bestiegen und waren in eine unbekannte Richtung aufgebrochen. Das Boot war zurückgekehrt und an Bord war nur ein Passagier. Eine Kreatur, die so stumpfsinnig wie hässlich war. Ja, und so ein Vieh haben wir ja auch bei... beim Baron gesehen. Der meinte, wir sollen wiederkommen und wir wissen, wie wir mit ihm sprechen können. Aber der ist jetzt ja auch tot. Ja, wahrscheinlich hätte das alles schon vorher passieren können müssen. Ja? Diese Baron-Geschichte hätten wir ja eigentlich auch schon früher machen müssen. Ja, können. Müssen ist was anderes. Wir hätten es vorher machen können. Und dann hätten wir vielleicht... das Ding beim Baron zum ersten Mal gesehen und nicht zum ersten Mal am Strand von Skellige. Und dann hätte er vielleicht gesagt, oh, das kenne ich ja schon. So, wir rennen mal zu Jennifer, die, wie gesagt, noch irgendein Gefallen. Vielleicht will sie wieder bumsen oder so, wer weiß. Wir sind ja so geil, da kommen die Girls ständig. Jetzt geh doch den blöden Baum rum da. Na, die Girls wollen ständig mit uns poppen. Oh, oh, doch. In der Haltungsnote. Wieso schmeißt du denn schon wieder das teure Zeug weg hier? Ich hab doch gar nicht gedrückt. Prozess wachst du ja, der ist zuständig. Bist du ein Hexer? Ja, was willst du? Ja, gibt es. Wenn du willst, da treibt man. Ja, da ist was Böses. Ja, was für ein Vieh. Irgendeine Ahnung mit was. Ach, man hört ja alles Mögliche. Die Frauen, die abends die Netze reinigen. Die abends die Netze reinigen, reden von Koschchase und Mantikoren. Wir würden ja den Rat der Priesterinnen der Freya. Und niemand hat das Biest gesehen. Oh doch. Doch, wir gehen hin und holen uns aufs Maul. Ja, bla 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 bla. Ja, ich kümmere mich hier erstmal hier Kohle. Reden wir über... Du willst feilschen? Nein, nach der Spezies. Aha. Nein, wir müssen uns vorher einigen und einen Bonus für unverhoffte Risiken verabreden. Genau. Oh, 500 Mark. Ja, ah, das ist gut. Dann machen wir mal 10%. Wären 570...
Machen wir mal 600 hier, 20%. Dann Daumen. Das kannst du. Gut, dann machen wir. Du weißt, wie man verhandelt. Das muss ich sagen. Du weißt, wie man verhandelt. Na gut, dann machen wir hier. Du weißt, wie was? Man wie du willst. Immerhin. Es ist. Willst du? Eine Meile. Rüstungsschmied. Wie kann ich helfen? Ich möchte das. Was ist das für ein Anfänger? Ein Anfängerschmied hier, du Noob. Mark, was hat er denn Schönes? Bei Gewinn kann man übrigens auch Geld verdienen. Da muss man vorher dann setzen und dann kann man spielen und... Ja, aber ich kann ja keine... Ach so, wieder ein Anschlagbrett, wirst du denn das Wahnsinn? Du hast heiligen Boden geschändet. Die Götter werden dir niemals vergeben. Macht sie denn schon wieder hier für Quatsch? Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Die Leute hier sagen, sie hätten sein Schiff zuletzt vorhin das Fjall gesehen. Und dann brach ein gewaltiger Sturm los. Dann ist er jetzt wohl Fischfutter. Nicht unbedingt. Ich muss wissen, was aus ihm geworden ist. Ach, warum denn? Kanntest du ihn? Nein, es geht mir auch nicht um den Magier, sondern um den Djinn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Also gut, was genau erwartest du von mir? Du musst mir helfen, diesen Djinn zu finden. Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig... Das haben wir einen Blown. Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. Ach, muss es gleich jetzt sein? Mann, Mann, ja, letzter Wunsch. Wird ja langsam mal Zeit. Hier ständig will die Alte was. Ja. Wie ich sehe, hast du schon alles vorbereitet. Ja. Woher wusstest du, dass ich ja sagen würde? Ich wusste es nicht, aber ich wollte es riskieren. Du voran. Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Baby. Ob der so stark ist, wie er aussieht? Hm? Weil Hexe. Ich hab dich im Blick. Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar. Es geht um größere Beute. Morgmar. Das ist wieder so einer mit einer Kiste. Den haben wir doch schon mal in Dings gesehen, in Novigrad, glaube ich, in Ochsenfurt. Zu Ehren Freyers. Du warst dort, als Morgvark den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Ach, jetzt geht's um diesen Garten da, wo wir waren, wo dieser verfluchte Werwolf rummacht. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal. Sieht so aus. Den müssen wir ja auch noch befreien. Morgvark fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lachte.
Verstehst du? Er lachte. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Was geschah mit Morgbart? Kaum zu glauben, aber ihm wuchs ein Fell und sein Gesicht wurde zur Wolfsschnauze. Er heulte lang und schmerzerfüllt und dann stürzte er sich auf seine Männer. Sie wollten fliehen, aber er war schnell wie der Blitz. Und als er sie tötete, als seine Kiefer sich um ihre Kehlen schlossen, wurden sie zu Asche. Einfach so. Und rieselten ihm aus dem Maul. Nicht gut. Der Fluch ist komplex, mehrstufig. Wie die Macht der großen Mutter. Du hast den Priesterinnen nicht geholfen. Wieso nicht? Wie hätte ich das denn tun sollen? Alleine gegen ein Dutzend Plünderer, die... Was glotzt du so? Ich staune nur. Ihr seid jedoch besessen von Ehre und Mut und so weiter. Und du gibst einfach Fersengeld? Seltsam. Bin nicht stolz drauf. Seit jenem Tag suche ich den ehrenhaften Tod auf See. Aber die Göttin hält es wohl nicht für angebracht, mich zu rufen. Noch nicht. Danke. Möge... Keinen Respekt vor unseren Bräuchen. Und diese Hexe Jennifer auch nicht. Der Hafen ist nicht weit. Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Also gut, ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich sterbe? Mats, denkst du? Hab ich denn eine Wahl? Nein. Was ist da denn los? Du fahr los, Bitch. Steigst du jetzt ein oder nicht? Ich bin doch schon längst hier. Hallo, du musst losfahren. Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat dein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Spiegelungs-Grafikfehler hier? Siehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich. Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammen... Läuft ja was nicht richtig, dass du dich bei jedem meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund, hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. So gut zu mir. Esat ech krüde erupaum. Geschafft. Sei vorsichtig da unten. Ja, steh auf! Nicht schießen. Und? Wie läuft's? Jen, ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze... Schießt denn, was ist denn los mit den Knöpfen hier? ...zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich es bestimmt nicht zugeben. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Schiffswrack und eine Höhle. Da werde ich mal reinschauen.
doch hier heute nicht richtig, Junge. Schieß! Zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm ertrunken. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist auch eine Galionsfigur vom Clan Drummond. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Chance auf Bluten. Scheiß doch drauf, Alter. Plus 37 Schaden, Alter. Fette Scheiße. Und die leuchtet das auch. Haben wir noch einen Punkt hier zu vergeben oder warum blinkt das so? Oben links das Wolfsymbol war so am Blinken, habe ich gedacht, vielleicht ist ja noch ein Punkt zu vergeben. Und wohin jetzt? Wo uns die Spur hinführt. Hier so ein paar Fehler auch nicht, dass diese Viecher hier durch das Schiff durch suffen. Ist auch nicht so original. Oh, jetzt dreht's aber am Rad hier, du, hier am Steuerrad. Was denn? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? Das wirst du noch früh genug erfahren. Ich tippe, dass wir beim dritten. Und hätten es ein Schiff, ein großes. Da ist etwas. Noch ein Wrack. Mal sehen, ob unser Djinn da unten ist. Ich sage, beim dritten ist es. Hier ist ein Wrack. Es liegt schon eine Weile da. Das Holz ist morsch. Sieh dich um, aber pass auf. Such nach irgendwas, was es als das Schiff des Magiers identifizieren könnte. Untersuch das doch! Schöne Handwerkskunst. Was hast du denn gefunden? Ein Kriegshorn mit dem Abzeichen vom Clan Heimei. Wunderschöne Handwerkskunst. Was hast du denn gefunden? Ein Kriegshorn mit dem Abzeichen vom Clan Heimei. Mal hier hoch. Ach, da oben ist noch, da oben ist noch das Oberteil, Hinterteil von dem Schiff. Los Skeletos. Ein Skelett. Jemand hat den Schädel mit einer Axt an Deck aufgespießt. Ein würdiger Tod für einen Skelliger. Das Abzeichen deutet auf den Clan Dimun hin. Der war also von Farul. Jen, ich glaube nicht, dass eines dieser Boote dem Magier gehörte. Das sind alles gesunkene Langschiffe. Dann komm zurück. Wir müssen woanders suchen. Gut, dann hat sich das ja hier schon erledigt.
So, super Handschuhe. Und war da noch was? Wir machen mal hier ein paar von den total viele Pfeile da. Hier. Wie, das kann ich jetzt nicht tun. Auftrag Morg war. Achso. Sind auch Leute der Freier, wie das dann ja vergangen, die Morgen in den Gärten der Grötin sein Unwesen getrieben hat. Wer den Mut hat, diese böse Wehen zu erschlagen, wird seinen sterblichen berühmt werden und die Geräusch geht mir aber auch ganz schön auf die Nerven, Mensch. Hier, da steig ein, da du. Wie gesagt, ich sage beim dritten Mal, kommt was. Oh. Du bist besser. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Sirene. Ich hab lieber von hier oben alles im Blick. Ja, so wie ich will damals, aufstehen, diese Aktion ist nicht erlaubt. Gesucht haben und eine Lawine unterwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser. Mit diesem Felsen da stimmt irgendwas nicht. Und da ist etwas am Grund. Ich sehe mir das mal an. Warum schießt er denn immer? Wie lockt man denn? Ach, jetzt hab ich ihn. Ja, ja, jetzt komm. Alter, ich dreh durch! Siehst du irgendwas? Irgendwas wird dem nicht gerecht. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Eizu fete bei dem en echte ilvaid. Das ist kein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Irgendeine Macht hat einen Teil des Meeresbodens samt Felsen und allem im Teleportationsbereich herausgeschnitten. Ich habe schon immer gesagt, Portale wären gefährlich. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Such nach irgendwas, in dem ein Djinn sein könnte. Na gut, aber geh mir erst aus den Augen. Ist einfach zu eng für uns beide. Eizu fete bei dem en echte ilvaid. Sie ist so gut. So, wir machen. Wir looten erstmal das Gelbe hier, ja, und dann. Silber, mit Perlen besetztes Besteck. Dieses Schiff muss einen verdammt reichen Eigentümer gehabt haben. Amos war nicht arm. Gut möglich, dass es sein Schiff ist. Und den Kreuzdorn, den können wir nämlich jetzt gebrauchen. In Sicht. Aber hier ist was anderes, das dir gefallen dürfte. Nämlich? Ein halbes Siegel. Das ist gut. Komm wieder hoch. Super.
Du sollst auftauchen! Was ist mit den Knöpfen hier gerade? Totaler Scheiß. Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei... Drei. Du hast gesagt, dass es auf drei losgeht. Schon passiert. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Yen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinns ist für Magier absolut unbezahlbar. Diesmal bindest du dich nicht raus. Sag die Wahrheit oder ich bin weg. Du musst mich nicht erpressen. Du hättest es eh erfahren. Stimmt. Aber erst danach. Ich will es jetzt wissen. Wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Die Sache zwischen uns. 15 Jahre? 20? Immer wieder trennen wir uns und kommen dann wieder zusammen. Irgendetwas zieht uns zueinander hin. Komm auf den Punkt, du Schnalle! Ich kann nicht sagen, ob es ein echtes Gefühl ist oder nur ein Streich des Djinns. Also darum geht's. Um meinen letzten Wunsch. Du hast dir vom Djinn gewünscht, uns für immer zu verbinden. Ich will, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Warum willst du das? Weil ich wissen will, wie es sich ohne anfühlt. Ob wir uns dann immer noch was bedeuten oder nicht. Hm, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Siehst du, wir stehen kurz davor, ja, endlich die Wahrheit zu erfahren. Komm, suchen wir das Schiff. Amos war wohl ziemlich exzentrisch. Hat er den Djinn gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Nicht unbedingt. Djinns sind ziemlich durchtrieben. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Ich muss mir noch überlegen, wie ich den Wunsch formuliere. Wir sollten das Schiff untersuchen. Ich bin schon dabei, Baby. Ja, hier geht's noch rein. Interessant. Oh, Schatzjäger kam besser. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Dauert, aber... Was mag das wohl bedeuten? Ah, da war was Rotes, ne? Was mag das wohl bedeuten? Ach nee, das war diese Lampe da. Mysterium der Mysterien. Agnes von Glanville. Das Imperium der Elemente von Gian Battista. Der Magier muss hier geschlafen haben. Hier gibt es nichts Interessantes. Hier ist nichts. Was mag das wohl bedeuten? Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß mit dem Berg so stark gewesen, dass hier jemand aus den Latschen gekippt ist. Blut. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Ah, dass da vielleicht was drunter liegt oder so, ne? Dass das Bett da im Weg.
Shit hinkt. Hier gibt es nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Wir sollten das Schiff... Ja. Was übersehen. Da leuchtete doch eben noch am Bildschirm an, was Rotes. Darüber, sagt er. Okay. In der Nähe. Hier ist nochmal Blut. Ja, Moment, das muss ich erstmal in Erfahrung bringen, was hier los ist. So, Komplettlösung sagt, man findet hier unten die zweite Hälfte von dem Blut. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Ach da, interagieren, ah, alles klar. Jen, das solltest du dir mal ansehen. Was hast du denn gefunden? Amos, er sieht genauso aus wie im Buch. Nur war sein Kopf dort noch intakt. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Oh. Bravo. Komm an Deck, ich hab ne Idee. Lauf, Schlampe! Ich muss mal gucken, ob es den neuen Patch schon gibt. Finally, vielleicht. Oh, ich muss niesen. Oh, oh. Geh mal an. Entschuldigung. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Ken Djinn! Fried Keist im Gjar! Keist et is glair! Querit mi kassel! Die ist einfach eine traumhafte Bitch, Junge. Oh, jetzt kommt der Oberfotzen-Maker hier, der Djinn, angeflogen. Du hast sicher einen Plan?
Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Kein Problem. Und es andersrum machen. Nur noch ein bisschen. Ja, ich räume aufs Maul. Hab ich dich! Dein Meister konnte seinen letzten Wunsch nicht aussprechen. Ich kann dich nicht bannen. Wir können noch ewig so weiterkämpfen. Oder ich lass dich frei, wenn du eines für mich tust. Siehst du den Zauber, der uns verbindet? Den Zauber eines anderen Djinns brechen. Tu es, dann bist du frei. Du bist frei. Und wir sind nicht mehr durch Magie verbunden. Immer noch an den Lenden abwärts verbinden. Ja, es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns. Geht's dir wieder besser? Ich sagte doch, es geht mir gut. Du musst mir nichts vorspielen. Es war ein harter Kampf. Vielleicht nicht so hart wie das letzte Mal, aber trotzdem. Kein Vergleich, finde ich. Damals war halb Rinde demoliert. Jetzt bin ich nur etwas geschafft. Danke, dass du mitgekommen bist, Geralt. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Tja, ich konnte bei dir noch nie Nein sagen. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Fühlst du irgendwas? Dass sich was verändert hat? Ich hatte erwartet. Ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden. Dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber du bist geil. Aber so ist es nicht. Ja. Es hat sich nichts verändert. Ich liebe dich auch, ja, Baby. Vielleicht hat uns der Djinn ja auch reingelegt. Warum? Ich spüre nämlich auch keine Veränderung. Ich liebe dich, Yen. Und ich liebe dich. Okay. Lass es uns tun. Gleich hier auf dem Schiff, auf dem Gipfel der Welt. Hol den Stick raus. Was war das? Es kann nicht alles eitel Sonnenschein sein. Seltsam. Wir haben das so oft getan, aber das hat sich angefühlt wie unser erster Kuss. War er ja auch irgendwie. Ach, nach einem Ich liebe dich sollte ein Kuss auch anders schmecken. Ja. Vielleicht sollten wir ein paar andere Dinge ausprobieren. Amos Kajüte sah gemütlich aus. Nicht so schnell, Geralt. Wir haben später noch genug Zeit für gemütliche Kajüten. Aber die Welt wird nicht enden, wenn wir hier eine Weile sitzen. Ach, wie romantisch. Ach, ist das schön. Ja. Die Geister von Skellige sind uns gewogen.
Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Und jetzt? Tja, ich muss nach Büsima. Yen, was vorhin passiert ist... War sehr schön. Lass es uns nicht mit den Einzelheiten ruinieren. Wir sehen uns bald wieder. Pass auf dich auf. Mäuschen! Hä? So, haben wir das auch erledigt. Hallo, willkommen! Ach, Jaima war doch hier dieser eventuelle Königsnachfolger, ne? Ich habe gehört, dass Jaima hier nach Männern für seine Expedition gesucht hat. Ja, stimmt. Ziemlich mutig. Kam reingestürzt, hat die Schüssel vom Tisch gefegt, ist auf den Tisch gesprungen und hat gerufen: Ich segle los auf der Suche nach Ruhm. Wer kommt mit? Wer will dem Riesen den Kopf abschlagen? Offenbar hat das ausgereicht, um ein Langboot voller Männer zu rekrutieren. Sie haben mich auf den Schultern rausgetragen und geschrien: Wir holen uns die Schmiede zurück! Wir knüpfen den Riesen an den Eingeweiden auf! Ich kann mir auch nicht alles merken. Hier so viele Leute, so viele Geschichts... Oh, mir sind die Tränen gekommen. Mach's gut. Habt ihr gern geholfen? Hallo, willkommen! Jawohl, ja, ein bisschen davon. 79 ist recht günstig übrigens. So gut zu wissen, dass er viel davon hat. Zitronenwodka, ne? Zwach, nee, Zwergschnaps. Ja. So, der kauft ja keinen davon. Hier, das... Die Brote verkaufen wir mal hier, den Saft nicht. Schinkenbrötchen. Ja. Ups. Die Mumenpuppe. So. Danke. So, jetzt sollen wir ja uns mit dem Zwergi treffen, mit Soltan, um den Hinterhalt, weil der Doppler ja da dem nicht, ihr wisst schon, damit Rittersporn. Das Blut der Königin. Sie ist krank aus. Kann man ein bisschen gucken, was der Schneider uns so zu bieten hat hier. Das Meer ist glatt heute früh. Bist du ein Schneider? Bin ich. Ich sehe. Kluger Mann. Und er kauft auch Waffen. 88 Mark. 20 Mark, Alter, für das Schwert, Junge! Los, Haarschneiden. Du bist doch gut mit der Schere. Kannst du mir... Das mache ich eigentlich nicht. Aber... Undercut hier erreicht. Ja, noch ein bisschen rasieren. Ein bisschen schick machen für Jennifer. Ja. Bis dann. Also das machen wir hier erstmal an der Stelle ein bisschen Schluss. Ich mache erstmal Mittagessen und dann... Siehst du den Weißhaarigen? Gucken wir aber erstmal kurz, ob wir nicht vielleicht was Neues uns zusammenbrauen können. Wir hatten auch da eine neue... Ja, die hatten wir doch nicht, ich dachte. Schachtköte brauchen wir eben. Ach ja, wir hatten hier so einen Trank. Oder irgendwas, hier Schwertwahl. Ja, jetzt können wir den Schwertwahl machen, genau. Und was haben wir noch?
Pyrol. Hier brauchten wir noch eine Leber, also ein Herz. Petrus Filter vorhin noch ein bisschen. Oder was? Ein Öl? Irgendwas haben wir doch auf jeden Fall noch. Vampiröl war es, glaube ich. Verbessertes Vampiröl. Überlegenes Vampiröl. Wir brauchen das verbesserte Vampiröl. Aber wir haben nur das normale. Also brauchen wir erstmal das andere Rezept. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Länger tauchen. Ja, den Rest. Das kommt mir gefährlich vor. Er hat Wolfsaugen oder so. Ja. Ich bin geiler Magger, Alter. So, kurz speichern. Wir bleiben aber hier. Ich mach aus. Spart Strom. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir machen danach dann weiter. Warte mal, wir können mal gucken, was machen wir denn? So, das ist jetzt ja hier. Wir sind ja darauf auf Stand quasi. Hauptquest hier. Wir machen dann erstmal hier wieder so ein bisschen Nebenquests. Und diese Geschichte hier mit. Genau, mit dem Lambert, mit diesem anderen Hexenjäger, der uns da geholfen hat, bei der Hurensohn, was Hurensohn der Laden da? Irgendwo von irgendeinem, von diesem Bekloppten aus, hier in Novigrad haben wir da eben die Bude abgefackelt und der hat uns da geholfen irgendwie, nicht? Und der wollte aber eigentlich noch wen anders treffen. Ah, da steht's ja. Und den haben wir ja genau bei diesem Dings haben wir den getroffen, genau, und dann hat er uns noch geholfen. Also wir sollten ja dieses eine Vieh erledigen und er war auch schon da dran und so weiter und so weiter und so weiter. Aber er ist noch auf der Suche nach irgendwem und das machen wir als nächstes. So. Krass, wie viel noch ist, Alter. Guck doch mal hier, wie viele Quests da sind. Alter Verwalter. So. Ja, Arschlecken. So, bis später.